Einen wunderschönen guten Tag aus der Firma SBS Motorsport, live aus der Baustelle und mitten aus dem Epizentrum. In diesem Sinne, wir haben ein paar Fragen-Antworten für euch vorbereitet. Jo, Turbo-Umbau selber machbar Video. Mhm. Metal Tiger 88 fragt, ja, gibt es denn da keine Gebrauchsanweisungen dabei? Es gibt nur ein Video. Wir sind an diesem Thema Einbauanleitung dran, wir wollten auch schon lange fertig sein, aber ja, wir waren einfach ein bisschen im Stress. Jetzt gerade geht's, sicherlich auch, weil die Welt sich gerade andere Gedanken macht, wie ihr Auto umzubauen. Und deswegen können wir genau solche Themen ein bisschen aufarbeiten, wo wir jetzt gerade dran sind. Zum Lenkrad-Quick-Check. Klotwig 93. Habt ihr Tipps zur Eintragung? Viele TÜV-Prüfer sind bei dem Thema leider nicht besonders aufgeschlossen. Das ist schwierig. Wir haben die Woche schon mal so eine Anfrage bekommen per E-Mail. Und das Problem ist, wenn der TÜV-Prüfer auf die Eintragung keine Lust hat, hat er keine Lust. Also ich kann schlecht sagen, ja, dann sagt ihm das und das und dann macht er das vielleicht. Der simpelste Weg ist dann einfach bei uns vorbeizukommen und uns direkt hier vor Ort einzutragen. Zum gleichen Video sagt TomTom, die Aussage, es kann jeder selbst einbauen, würde ich überdenken bei MX-5 mit Airbags. Grundlegend kann es jeder selbst einbauen, er braucht dafür nur einen Airbag-Schein oder einen Bekannten in seinem Bekanntenkreis, der vielleicht Kfz-Mechaniker ist. Das Ausbauen ist ja das Problem. Das Ausbauen ist das Thema, aber wie gesagt, man kann hier, also wenn man jemanden kennt, dann glaube ich, klappt das. Moritz Butzbach, auch wieder zu dem gleichen Video. Aufgrund eines kleineren Lenkrads habe ich jetzt Platz an den Beinen, sehe aber die Tachoanzeigen nicht mehr vollständig. Gibt es eine Möglichkeit, das Lenkrad nach oben zu verschieben oder tiefer zu sitzen? Es gab mal, meine ich, von Raid so einen Spacer. Dann hat man quasi wie so ein Offset auf dem Lenkrad, dann wird das nach oben gerückt. Wenn du daran Interesse hast, schick mir mal am besten direkt an mich eine E-Mail und ich suche dir das raus. Ich meine, da gibt's was. Zu einem älteren Video, was kostet eigentlich so ein Turbo-Kit-Video? fragt Kali Mane, wie teuer ist die Montage bei euch? Ich meine roundabout 2,5 mit Eintragung, Abstimmung, sowas, die Kante rum 2 bis 3, das ist immer so eine, aber sowas rum. Komplett. 1,6er NA mit Einzeldrossel. Fragt Moritz Butzbach, kommt man mit den Sitzen etwas tiefer rein in das Auto? Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Sitze da drin waren. Das ist eine gute Frage. Also gerade dieses ganze Thema Sitze, weil das immer wieder kommt. Wir warten jetzt auf unsere letzten Adapter. Und wenn die da sind, gehen die direkt in den Online-Shop. Und der Guido oder ich, wir machen, oder vielleicht zusammen, wir machen ein komplettes Video, wo wir den ganzen Tag Sitze in ein Auto einbauen, ausbauen, uns da reinsetzen. Die Idee ist, dass wir quasi so eine Messlatte übers Auto halten, zu sagen, jetzt bin ich so, nach dem Sitzumbau bin ich so, dann bin ich so, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie tief oder wie hoch man später im Auto sitzt. Zur Talkrunde. English subtitles would be great. We would like to do it and I also thought about it to do it, but it's actually a thing of time. I think that's the biggest issue which we have, and I think it absolutely would make sense to do English videos, but in that actual moment, I think the quick checks are in both. They are in English and also in German, which is good. But my videos are most time in German. I know that, we will see what we can arrange in the future. When we do driving videos, we will really keep an eye on that we do. Both languages, just in the workshop Wednesday videos or in the project videos, it's kind of hard because time is the biggest issue which we have. Matthias Richrath fragt, macht es beim Thema Preis-Leistung Sinn, auf Einzeldrossel zu gehen? 240 bis 250 Sauger PS sind schon okay und vom Klang her ist so eine Einzeldrossel auch schön. Würde man aber als Turbo-Umbau nicht mehr Leistung generieren können? Oder wäre da der Kosten-Nutzen-Faktor noch schlechter? Frage 2, plant ihr einen Wankelumbau im MX-5? Welches Auto ist die grundlegende Frage? Also 240? ND. Okay, also das Problem ist, beim ND ist, glaube ich, das Thema Einzeldrossel. Wenn wir ein Steuergerät hätten, würde ich es gerne angehen. Das Problem ist einfach gerade Motorsteuergerät, Umsetzung, Zeit. Wir können ja bei 184 PS aktuell nicht mal einen Turbo-Umbau anbieten. Das ist wirklich sehr schade. Ich weiß, sie sind da dran und ich suche händeringend nach einem Steuergerätehersteller oder Hersteller haben wir, der eins baut, aber nach einem Steuergeräte-Software-Anbieter,
der uns die Möglichkeit gibt, sauber Lasttables umzuschreiben. Ich glaube, dass wir dann beim 184 PS auf den Rotrex gehen werden. Aber das, was wir da genau machen werden, steht noch nicht drin. Zur Talkrunde Teil 2. Julian sagt, Miata mit Meppen war ein Traum. Bitte wiederholen, wenn möglich. Aktuell nicht geplant und ich glaube auch nicht in den nächsten 3 Jahren umsetzbar. Aber dafür findet dieses Jahr hoffentlich, sofern es nicht durch Corona abgesagt wird, TDM statt. Zum Swift-Video. Schreibt Release-Datum von Ölkühler, Kupplung und Zündkerzen? Fragezeichen. Da haben viele aus der Community Interesse dran. Kupplung, kann ich sagen, wird in den nächsten 14 Tagen released. Ganz klar. Also es sollte normalerweise sogar schon im Shop drin sein. Zündkerzen tendenziell genauso. Kann beides geupdatet werden. Ölkühler-Kits sind wir dran. Ich weiß, dass da Halt dafür gemacht worden sind, beziehungsweise mal angefangen worden sind, aber ist noch nichts fertig. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich bin etwas müde. Warum, weiß ich nicht. Ich schlafe mittlerweile echt viel. Auch seitens der Ernährungsumstellung schlafe ich auch wirklich gut, aber irgendwie bin ich müde. Ja. 1.8.1c Turbo Low Mount. Moonlight HD fragt, was kostet denn so ein Kit bei euch? Turbo Kit? Für Low Mount NC. Ich meine 4. Steht ansonsten im Shop. Sonst im Shop um die 4.000 Euro. Swift fragt, Jürgen Reich, Software mit TÜV-Gutachten? Nein. Wir bieten, also wenn wir merken würden, okay, der Markt ist groß, dann mache ich dafür gerne TÜV, aber das Problem ist aktuell, weiß ich nicht, wir machen 3-4 Autos mit Software gerade. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viel wird, dass wir sagen können, es lohnt sich für uns. Zum Kaufberatungs-NA-Video. Manuel K.K. Kerschia. Sagt, Servus, ich hätte mal eine Frage. Und zwar habe ich mir vor 2 Monaten einen MX-5 NA 1,6 Liter zugelegt, 66 kW. Doch jetzt habe ich, wenn ich anfahre, ein sehr lautes Quietschgeräusch. Das gleiche Geräusch habe ich auch, wenn ich einen Gang runterschalte und dann von der Kupplung gehe. Ich schätze, dass es entweder die Kupplung, Getriebe oder das Differential ist. Hat jemand schon mal das Problem? Kupplung, 99% die Kupplungsscheibe. Also die Reibscheibe von der Kupplung, wieder aber komplettes Kupplungskit verbauen aus Ruhe. Zum Rocket Bunny ND hat Philipp Reinisch gesagt, da bei der Optik käme der Überrollbügel von Cimex doch richtig gut. Absolut, der Ernst hat echt schöne Produkte, er verkauft auch unsere, aber wir haben bald einen eigenen Überrollbügel für den ND. Wir haben gewisse Sachen, die uns bei den Bügeln auf dem Markt nicht so gut gefallen, deswegen haben wir auch da keine weiteren angeboten, sondern ich wollte ganz gerne eine Abstützung nach hinten haben, aber in unserem eigenen V4ND werden wir das natürlich umsetzen. Mit Bügeln. Ganz klar. Ja, viele, viele Sachen zum Season Opening, das schade ist und... Wie gesagt, hier nochmal, also wir hätten es lieben gerne stattfinden gelassen, aber selbst mittlerweile ist es von der Stadt aus durch das Thema. Also von daher, ich glaube auch in Anbetracht der Tatsache, in der wir uns gerade bewegen, können wir da relativ schwierig bis gar nichts dran ändern und müssen halt einfach schauen, wie wir es, ich sag mal, in Zukunft regeln werden. Aber ich glaube, wir stehen vor nicht ganz so einfachen Zeiten. Also einmal unternehmerisch gesehen und auch in der Art und Weise, wie wir normal mit Kunden agieren und arbeiten. Hier wird aber nochmal ein getrenntes Video zu kommen, wo wir genau auf diese Themen eingehen. Zum Sauger ND BBR 200 Kit fragt Philipp Reinisch, woran liegt es, dass speziell beim ND, dass der so laut geworden ist? Sagen wir mal, man baut den passenden Cimex Mittelschalldämpfer da rein, statt das selbstgebaute Teil. Wer hat zufällig das BBR 200 Kit und kann berichten? Laut ist immer relativ, also die Dinger sind halt nie leise, weil du auf festen Fächer kommst mit Metallcard, das macht auf jeden Fall echt schon viel Ton aus. Aber es ist jetzt auch nicht leise, also nicht so, also nicht leise, ja klar, aber es ist auch nicht so laut, dass man sagen würde, es nervt. Also wir haben mehrere BBR 200 laufen, unser eigenes Auto hat es auch drauf, das heißt, ich hoffe, dass wenn der Corona-Wahnsinn rum ist, dass wir auch wieder offen unsere Vorführwagen dann alle präsentieren können und vor allen Dingen, dass ihr fahren könnt. Aber wie gesagt, das ist gerade alles ein bisschen schwierig und wir werden halt hierzu nochmal ein getrenntes eigenes Video bringen. Zum Motorentechnik-Video. Den Namen Oxdude Höge, ja.
Könnte man sich den Superdämpfer denn sparen, wenn man die Servolenkung Klima eh aus dem Auto schmeißen will? Ja. Also wir empfehlen es nicht, aber ich kann dir sagen, so unter uns zwei jetzt, ich lasse das gerne weg und spare damit Budget. Zur ND-Auspuffanlage. Und fragt mein Sohn, kann man mit dem MX-5 auf diesem Popcorn Geräusche geben? Zum Beispiel wie bei Abarth. Dieses Geknalle, also Schubknallen können wir leider nicht programmieren. Bin ich auch kein Freund von. Ich finde, es nervt einfach relativ schnell. Also der Sven programmiert das in jedes zweite Auto ein. Ich finde es aber einfach nervig. Aber das ist, beim ND können wir es oder beim NC nicht über die Sane-Software sauber machen. Das geht leider aktuell noch nicht. Zum Workshop Wednesday Video, zu dem Japan-Telefonat. R3 Imu sagt, kleiner Tipp für die Zukunft, Machinasai oder Omatekudasai heißt bitte warten Sie. Vielen Dank. Wir rufen nicht so oft an, ich versuche es eigentlich über E-Mail Verkehr zu machen, aber manchmal geht es nicht. Tendenziell sind noch mittlerweile, glaube ich, alle Fragen geklärt. Zu dem geplatzten Kühler von Sven. Ja. NPS06 sagt, der Kühlerdeckel sollte doch den Druck ablassen. Die öffnen normalerweise bei 1,1 bis 1,3 Bar. Ist richtig. Ich würde auch behaupten, dass wir hier kurzzeitig einfach mal 8, 9 Bar drauf hatten, weil der Zylinderkopf sich gehoben hat. Also wir konnten einfach sehen, also wir haben Kopfdichtungsschmauchspuren links, rechts am Zylinderkopf gesehen und wir hatten Schmauchspuren im Bereich, im Bereich Zylinderkopf. So, Bene N fragt. Erstmal ein dickes Lob für die Menge an Videos, die ihr zurzeit raushaut. Ist ein Wahnsinns-Kundenservice, den ihr auf diese Weise bietet. Nun zu meiner Frage. Bei dem originalen Shifter bzw. konventionellen Shortshiftern macht es da Sinn, die Kugel oben irgendwie mit Graphit oder ähnlichem zu schmieren, da sie sich außerhalb des Öls befindet? Nee, haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Also das ist wirklich nicht so wichtig. Erstmal vielen Dank für die netten Worte. Der Sebastian kann das bestätigen, das ist nicht so einfach, dass wir da unendlich viel Zeit für haben, weil eigentlich haben wir dafür quasi gar keine Zeit. Wir versuchen aber trotzdem euch einfach auf up-to-date zu halten, was passiert gerade in der Firma, was sind Probleme. Wir werden auch hier, ich sag mal, in der Corona-Zeit entsprechend viel tun, dass ihr einfach merkt, okay, uns gibt's noch und die Welt dreht sich weiter. Aber ja, wie gesagt, wir versuchen das einfach. Es ist unsere Art und Weise, mit der Außenwelt zu kommunizieren, beziehungsweise mit euch. Und da ist YouTube unser Medium. Von daher, danke für die netten Worte und wir hatten noch keine Probleme, dass man das irgendwie fetten musste. Isaac Losty fragt, hallo, hier eine Frage. Bietet ihr im Shop noch Teile von Carbon Miata oder ähnlichem an? Wäre nämlich an Flares interessiert und ein paar Kleinigkeiten. Wenn nicht, kann man die Teile bei euch wie gehabt noch eintragen lassen. Eintragen ist nie ein Problem, das geht. Flares haben wir sogar auf Lager. Sollten auch die Tage sogar wieder online gehen. Sind wir jetzt gerade dran, dass wir die Sachen, die wir von denen führen, auch wieder online nehmen. Und so gewisse Sachen haben wir da, weil wir da einfach Masse auch von da haben. Und unter uns gesagt hier auch, wir lassen diese Sachen in Europa nachproduzieren. Weil einfach... ich glaube, wir haben das letzte Teil der Sammelbestellung vor anderthalb Jahren letzte Woche bekommen. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie hochgradig unzuverlässig und tut mir leid, unfähig dieser Laden ist. Und da bleibt mir auch nichts anderes übrig, weil mir einfach, also mein Geduldsfaden mit dieser Firma ist halt mehrfach gebrochen worden, weil wir mussten Kunden Geld zurückzahlen, wo wir nichts für konnten. Wir mussten Bestellungen zurücknehmen, weil der Scheiß nicht gepasst hat. Und glaubt mir, nicht ein Cent von der Firma zurückbekommen und auf 20 E-Mails haben wir dann so eine halbe E-Mail als Antwort bekommen. Und wenn ich bei Facebook anschreibe, dann wird es dann tausendmal ignoriert oder sonst was. Also das, was die am Markt machen, hat für mich sehr, sehr wenig mit Kundenzufriedenheit zu tun, sehr, sehr wenig mit meiner Idee, eine Firma zu führen und einen Kunde zu behandeln. Und deswegen habe ich da einfach... Mir fehlt auch die Lust drauf, mit der Firma noch weiterzuarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Atomic Devil fragt zum Quick-Check-Video vom CAE-Shifter. Warum muss der Shifter eingetragen werden? Ist doch kein sicherheitsrelevantes Bauteil. Jo, das ist eine gute Frage. Ne? Das könnte man tendenziell auch so sagen, warum muss man Überrollbügel eintragen? Aber es ist halt einfach so, und ich sag mal, alles, was man eingetragen hat, was irgendwie anders aussieht wie normal, was der Polizist sich irgendwie daran aufhalten kann, ist halt im Falle des Falles... besser. Ich sag mal, viel Text gibt wenig Diskussion. Also einfach rein damit und
sauer bist du. Kawaii ASF fragt, hallo SPS-Team, wird in der Zukunft mehr Leistungssteigerung für den 1.5er ND erhältlich sein, außer Turbo von BBR? Und wäre beim 1.5er mehr Leistungssteigerung möglich als nur die 185 bis 190 PS? Schwierig. Also das Problem ist, der 1.5er-Markt ist relativ dünn. Also wir kriegen sehr wenig Anfragen, was das Thema betrifft. Wir sind da am Arbeiten. Ich kann sagen, dass wir da mit der Firma Odula in Japan, war auch ein Grund, warum ich dort angerufen habe, versuchen wir hier eine mögliche Kooperation zu finden. Es ist nun wirklich sehr, sehr anstrengend, mit Japanern zu arbeiten, weil einfach zum einen ist die Kommunikation ein Riesenthema und zum anderen, ja, die Sachen sind halt auch sauteuer, also muss man halt ehrlich sein. Ne? Also das sind keine Ferraris, in denen wir im Regelfall schrauben. Aber das ist halt, das muss halt passen. Und in Japan kostet so ein Krümmer, ich glaube, 2.500 Euro oder so. Also das ist völlig verrückt. Und deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wir versuchen da unser Möglichstes zu geben, dass wir auch hier vernünftige Produkte liefern können. Wir sind auch dran, so Sachen dann auch zu lagern, aber das ist alles Zukunftsmusik, weil wir gerade aktuell einfach andere Sachen im Fokus haben. Also Produkte, die wir schon sehr viel verkaufen, dass wir da einfach einen besseren Support bieten können. MHH3 fragt, passt der G184 mit ND-Getriebe in den NANB? Ja, also wir haben sogar schon zwei Kunden, die das genau das gefragt haben. Also natürlich, das ist umsetzbar. Wir sind gerade dabei, ein frei programmierbares Motorsteuergerät für den Motor zu bauen. Also warum soll das nicht funktionieren? Also ein Getriebe ist ganz normal. Das Ding hat einen PPF-Rahmen, also sehe ich eigentlich als alles unkompliziert an. Ist sicherlich ein mega Swap, aber bevor ich den Swap machen würde, würde ich mir noch einen Duratec-Motor einbauen. Was ich immer noch machen will und was seit 100 Jahren, glaube ich, jetzt im Raum steht. Aber wir werden den Tag finden, an dem ein 2,5 Liter Duratec Einzeldrosselsauger in einem MX-5 NA mit einem sequentiellen Getriebe arbeitet. Grasü, hier mal eine Frage von mir. Hab mir einen NCFL-Sennschuh geholt. Mit was sollte ich anfangen, wenn ich das Fahrzeug zu 90% auf der Straße und 10% Strecke benutzen möchte? Oder sollte man den Sennschuh lieber original lassen, wegen Werterhalt bezüglich durchnummerierte limitierte Auflage? Und bezüglich Sitze, bekommt man FK-Sitze zugelassen oder ist das eher schwer bis unmöglich? Also das Thema FK-Sitze machen wir relativ einfach. Nee, das wird nix. Recaro Poles ist ein mega Sitz, kann man auch passend polstern. Hier sind wir auch an der Lösung dran, mit einem Sattler zusammenzuarbeiten, der für normales Geld Sitze macht. Also ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Ich habe die Woche für 14 Tage einen Kunde gehabt, der wollte bei uns Sitze bezogen haben. Dann habe ich hier bei zwei, drei lokalen Sattlern angefragt. Das bewegte sich dann alles netto, mein EK, zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Zwei Sitze. Netto. Also das, weiß ich nicht, wie das, also ich verstehe nicht, wie das gerechtfertigt ist, aber jedem das seine. Mit was fange ich an? Kann ich ganz einfach sagen, Fahrwerk, Felgen, Reifen, ein bisschen Ton, also ein Auspuff. Das sind so die Grundsachen, wo ich immer sage, mach das drauf, Fahrwerk, Felgen und ein bisschen Auspuff, dann fährt das schön, klingt schön und ihr habt auf jeden Fall schon mal Spaß. So, und wenn man sagt, okay, Sitze, dann bitte Recaros. Die sind ja auch nicht mehr so teuer, muss man auch sagen. Und zum Werterhalt sind schon... Schwierig halt, ne? Es ist immer das Gleiche. Also wir haben ja ich hatte am Wochenende den Matteo von Miata Loft hier und habe mit ihm genau über das Thema geredet. Der bietet gerade ein LE-Modell an, also schwarzer MX-5 mit rotem Innenraum und so. Wirklich ein sehr schönes Auto. Und das Auto steht für 10.000 Euro bei dem Tod. Was ich wirklich sehr schade finde, weil das Auto ist wirklich top. Vor allem mit all dem, was er mir erzählt hat. Dafür 11.000 Euro war das drin, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Auf jeden Fall der Preis ist absolut gerechtfertigt. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, bei einem NC ist es wert erhalten, so ein Auto nicht umzubauen. Ich sage halt, ein Auto, das ist ein Driver's Car, das heißt, macht es so, wie ihr es gerne hättet. Wir haben es in der Talkshow diskutiert und da waren wir, glaube ich, alle einer Meinung, ein MX-5 ist eine weiße Leinwand, die entsprechend bemalt werden kann und genauso, wie ich darauf Bock habe, will ich es auch verändern. Dirk Bellinghausen fragt zum Road to 24-Hour Video. Müsst ihr vor dem 24-Stunden-Rennen nicht 3 VLN-Läufe bestreiten? Das müssen wir. Wir brauchen noch eine Permit. Also wir haben aktuell, wie gesagt, mehr als genügend Probleme, ob wir das überhaupt hinkriegen, weil wir einfach nicht fahren können.
Der andere Faktor ist, den muss man auch ein bisschen aus meiner Sicht verstehen, ich möchte aktuell auch nicht, dass ich Mitarbeiter irgendwo fremd anstecke. Na, also es ist halt irgendwie alles gerade... Mir hat das eine Kundin ganz gut am Freitag gesagt, gesagt, man kommt sich vor wie in so einem verrückten Videospiel, wo man ganz allein auf Walder Flur gegen ganz viele Menschen kämpft. Und ich habe gestern Abend einen sehr, sehr interessanten Bericht gelesen von einem Blogger oder so, der gesagt hat, naja, vielleicht zeigt Corona auch mal wieder den Menschen, dass es ein Wir, ein Miteinander, ein soziales Zusammentun gibt. Was wir einfach in letzter Zeit über soziale Medien komplett hinten anstehen gelassen haben und dass wir als Gesellschaft da schon ziemlich viel verändern können. Auf jeden Fall sehr interessant zu lesen und ich glaube halt, dass ich mich selbst vor Mai nicht auf eine innere Rennstrecke sehe. Ich kann aber auch schon mal eine Warnung geben, Meppen findet statt, weil, aber, sage ich jetzt auch direkt mit dabei, ohne Zuschauer. Nur Teilnehmer in den Fahrzeugen mit entsprechenden Regelungen, weil wir sind dort mit unter 50 Personen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall safe, was die Teilnehmerzahl betrifft. Mega Eimer fragt auch zu dem Video. Tolles Projekt. Wollt ihr dieses Jahr schon 24 Stunden damit fahren? Das Rennen ist in 11 Wochen. Dann solltet ihr euch vielleicht nicht mehr so sehr in den Details am Auto verlieren, sondern mehr auf die Schlüsselfaktoren für so ein Rennen. Das heißt zum Beispiel das Regelwerk genau lesen, verstehen, um gegebenenfalls Rennen auf Situationen richtig reagieren zu können. Was darf ich zu welcher Situation im Rennen tun? Darf ich unter Gelb in die Box? Was darf ich? Und so weiter. Ja. Nein, wir wollen 2021 fahren. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist klar, das ganze Team muss wachsen. Wir müssen an dem Projekt arbeiten. Wir alle gemeinsam. Es ist viel, viel Arbeit. Aber das ist kein Projekt, das wir in den nächsten 14 Tagen umsetzen werden und das geht gar nicht. Also wie gesagt, es nennt sich Road, das heißt, es ist eine Straße dorthin, die uns genau dorthin führt und auch zu dem Punkt führt, dass wir am Ende des Tages sagen, ja, wir haben es rund, es wird cool, es ist eine geile Nummer. Und ja, das Problem ist halt, dass Corona uns einfach da es nicht einfacher macht, sondern tendenziell schwerer, aber ich glaube, wir haben es, glaube ich, in letzter Zeit oft genug bewiesen, dass wir gerade, wenn die Situation es verlangt, wir entsprechend agieren können. Also das Projekt läuft und 2021 will ich 24 Stunden anfahren. Direkt da in diese Schiebe wieder rein. SD Motorsport sagt, mega Projekt. Wann habt ihr eure ersten Renneinsätze geplant? Eigentlich am 27. Das wäre das erste Wochenende, aber das glaube nicht, dass es stattfindet. Das werde ich aber heute nochmal klären. Muss wirklich sagen, ich habe morgen beiden, also wir haben an dem Wochenende so ein bisschen Doppelveranstaltung, wir haben Ferrari Challenge und wir haben RCN und beide haben mir heute Morgen bestätigt, dass es stattfindet. Was ich unter den aktuellen Bedingungen schwierig finde, um ehrlich zu sein. Tom Thompson fragt, schönes Projekt, dafür Daumen hoch. Eine Frage hätte ich aber. Rennwagen dienen oft als Versuchsträger für neue Teile und Technik. Ein frei programmierbares Steuergerät ist schon mal genial, da dieses ja die Basis von so vielen sein kann, Turbo, Kompressor etc. Wird der Rennwagen mit neuen Teilen von euch oder euren Zulieferern bestückt, die später mal in Serie kommen sollen? Beim MD, vor allem G184, tut sich leider recht wenig in Sachen Motorperformance. Danke für eure Mühe. Kann ich 1:1 so bestätigen. Wir, wie ihr alle wisst, entwickeln Teile auf der Rennstrecke, um sie dann auf der Straße nachher den Kunde problemlos verkaufen zu können. Und ich muss hier ganz klar sagen, wir haben auf dem Auto ist die Bremsanlage drauf, die wir in einer der nächsten Videos präsentieren werden. Das heißt, wir haben eine 280 mm Festsattelanlage, die unter Konseenrad passt. Die ist schon auf dem ND verbaut. Wir haben auf dem Auto andere Nockenwellen, die wir aktuell ist noch ein BBR 220 Kit, wir werden aber auch das Thema Nockenwellen hier angehen. Also wir sind genau an diesem Punkt dran. Und wir sind auch an diesem Punkt dran zu sagen, wir würden gerne für den 184 PS mehr bieten, aber es ist einfach aktuell schwer, weil Zulieferer da wenig machen und weil einfach die Motorsteuerung uns stark, stark, stark reglementiert. Was halt sehr schade ist, aber wie gesagt, wir versuchen da eine Lösung zu finden. Ihr seid die Ersten, die es erfahren in YouTube, Facebook, Instagram, whatever.
Es hat mich gefreut, dass du mir zugehört hast. Ich glaube, es war nämlich die letzte Frage. Du hast das Handy weggesteckt. Ja, wie ihr merkt, ist es alles ein bisschen schwierig. Es läuft immer wieder auf die Diskussion Corona raus. Wir hadern die Dinge. Wir haben immer noch die Fahne hier oben und sind am Arbeiten. In diesem Sinne, ciao.